Ja, hallo, moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal auf Gustav Spielwiese. Heute spiele ich für euch ein sehr, sehr interessantes Spiel, das ich bei Steam geschossen habe als Schnäppchen, ich glaube für ca. 20 Euro. Und zwar nennt sich das Ding Thunder Tier 1. Und ja, das ist ein realistischer Shooter in der Top-Down-Perspektive. Und zwar gibt es einen Online-Koop, man kann Multiplayer spielen, man hat hier eine kleine Kampagne. Und ja, sieht sehr interessant aus, grafisch. Sehr, sehr cool gemacht. Spielerisch macht es auch Laune. Ich habe das Tutorial ein bisschen gespielt und mal zwei, drei Versuche bei der Kampagnenmission Nummer 1 gewagt. Und zwar das Ganze im realistischen Modus. Ja, jetzt natürlich wie immer live und ungeschnitten werde ich nochmal die Mission probieren. Werde aber in den Arcade-Modus reingehen. Stell aber ganz kurz hier einmal nochmal vor. Wir haben hier einmal den Einzelspieler. Button und zwar, wie schon gesagt, Kampagne und Einzelmissionen. Die Einzelmissionen können wir dann anvisieren, wahrscheinlich, wenn wir die ganze Kampagne dann durch haben. Also ich denke mal, alles das, was wir in der Kampagne geschafft haben, können wir dann einzelmäßig dann anwählen. Dann haben wir hier Mehrspielermodus, schnelles Spiel, ein Spiel hosten kann man und ich klicke den mal hier an, den Serverbrowser. Man sieht schon, seit einem Tag draußen das Ding und einige Server hier am Start, auch mit hohen Pings. Das ist wahrscheinlich US-Server, ein paar chinesische haben wir hier auch, oder was das für komische Hieroglyphen hier sind. Also Server ordentlich am Start. Und ja, dann haben wir hier noch Tutorials, die wir anwählen können. Dann haben wir noch ein kleines Anpassungsmenü, dann können wir unseren Soldaten ein bisschen individualisieren. Wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich noch nicht zu hundertprozentig. Es kann sein, dass wir dann irgendwie Waffen finden oder Klamotten finden. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht wird es auch irgendwann einen Shop geben. Wenn der ein oder andere Zuschauer, der dann Näheres weiß, ein bisschen mehr auf dem Laufenden ist oder besser auf dem Laufenden ist, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ich werde das nochmal recherchieren gegebenenfalls und werde das dann nochmal hier zum Besten geben. Ansonsten haben wir hier nochmal Verträge. Das sind dann so, ja, Sachen, die wir dann erfüllt haben. Stirbt mehr als 10-mal im Deathmatch, dann kriegen wir dafür Belohnung, wenn wir oft genug abgekratzt sind. Oder hier gewinne ein Match bei Tag mit klarem Wetter. Auch da kriegen wir wieder Belohnung und. Ja, Mods haben wir hier. Und zwar werden noch keine angezeigt, aber das Spiel ist auf jeden Fall sehr, sehr ja, Mod-basiert, sage ich mal. Also die Community kann hier richtig geile Mods zusammenbauen und ja, dementsprechend kann man die natürlich auch nutzen. Und es soll auch auf jeden Fall sehr, sehr modfreundlich sein. Also es wird wahrscheinlich hier einiges an Mods geben. Und ja, die Entwickler haben auf jeden Fall Wert darauf gelegt, dass hier mit Mods gearbeitet werden kann. Und ich hatte irgendwie mal einen Artikel gelesen, dass es schon hier irgendwie eine Zombie-Mod schon gibt. Ja, hat sich auch sehr interessant angefühlt oder angehört und ein bisschen Survival-mäßig am Start. Müssen wir mal sehen. Und ja, ich würde sagen, genug gesabbelt erstmal. Eine Replay-Funktion haben wir hier auch. Wahrscheinlich werden die Spiele hier dann aufgezeichnet. Und ja, ich würde sagen, direkt mal in die Kampagne rein. Erste Mission. Und zwar müssen wir mal gucken, wir starten die mal neu. Machen wir den Arcade-Modus, weil der realistische Modus war schon sehr, sehr schwierig für meinen Geschmack. Und ja, in alter Manier werde ich das Video jetzt nicht super lang halten. Aufrüsten. Ich glaube, das ist alles so okay. Ein paar Magazine müsste ich mir irgendwann mal wieder suchen. Vielleicht finden wir dann irgendwelche Kisten. Bleibt zuerst mal natürlich hier noch ein bisschen für Statistiker was. Ja, sieht insgesamt sehr, sehr stimmig aus. Sehr, sehr nice aus. Und wir nehmen das mal direkt an. Wir gehen mit KI-Kollegen in die Schlacht. Starten direkt und gucken mal, wie weit wir kommen. So, zum Fortfahren Leertaste drücken. This is Zeus. Radio check and sit rep. Over. Roger that, Thunder One. Mission update follows. Confirm presence of at least 10 Tangos inside Alpha and Bravo. Zeus out. Okay, da haben wir hier so eine Art Drohne, mit der wir hier beim Missionsbeginn anfangen können. Ich werde einmal nochmal hier kurz den Sound optimieren. Und zwar werden wir mal die Sprachlautstärke ein bisschen runterdrehen. Den Funkverkehr. Und dann versuchen wir mal loszulegen. Operation beginnt jetzt. So. Thunder One, this is Zeus. Operation Red Sword is a go. You are weapons free. Proceed with caution. Zeus out. So, eins muss ich kurz mal anmerken. Was mir bis jetzt noch nicht ganz so gut gefällt, ist die Vertonung. Klar, ist Englisch, ist okay, kann man mit leben. Die Übersetzung ist natürlich auf Deutsch, aber es gibt keine richtigen Textfenster. Also man hat halt den Text auf Deutsch hier, der kommt dann aber einfach mitten in den Bildschirm rein. Das finde ich ein bisschen blöd. Das finde ich ein bisschen cooler, wenn man das irgendwie umrahmt hätte. Dann ist es halt besser sichtbar und besser lesbar.
Aber ich muss mal gucken, vielleicht kann man das noch irgendwie einstellen. Nichtsdestotrotz, wir haben zwei verschiedene Kameraeinstellungen. Ich werde jetzt nicht auf jedes kleine Detail eingehen. Ich werde einfach nur ein bisschen Gameplay zeigen. Jetzt ist es bei mir so eingestellt, dass ich mit Q und mit E halt meine Kamera drehen kann. Und mit WASD kann man sich hier fortbewegen. Man kann auch mit der Space-Taste oder mit der Leertaste dann springen. Sprich Hindernisse überwinden. Mit C kann man sich hier ducken, wie man schon sieht. Hoch und runter, hoch und runter. Ja, und. Und ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal... Ich glaube, unsere Mission ist, wenn ich mich nicht irre... Ziel Alpha sichern. Haus durchkämmen, alle Feinde neutralisieren und nach Informationen suchen. Dann müssen wir Ziel Bravo sichern. Die Scheune überprüfen, alle Bedrohungen neutralisieren und nach Infos suchen. Gefahr neutralisieren, alle feindlichen Kämpfer verhaften oder töten. Wichtige Informationen bezüglich der Pläne der Terroristen finden und sichern. Okay, das sind natürlich klare Ansagen. Wahrscheinlich werde ich nicht weit kommen. Ich werde hier einfach mal ein bisschen rumrennen. Wie gesagt, ein bisschen Gameplay zeigen. Vielleicht ist der Arcade-Modus ein bisschen angenehmer. Sprinten können wir hier auch, wenn wir die Shift-Taste gedrückt halten. Wir sehen auch hier unseren großen Kreis. Das ist der Radius, wo wir hier erstmal wirken können. So, gucken wir mal, ob hier in der Tonne irgendwas drin ist. Ne, kann man nichts machen. Okay, wir ducken uns mal. So, das ist jetzt die veränderte Kameraperspektive zum Beispiel. So, hier kann man zum Beispiel mit dem mittleren Mausrad schön hin und her drehen. Die Variante nehme ich aber nicht. Ich nehme jetzt die Q und E Variation hier. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen die Maussensibilität einstellen. So, gelesen hatte ich in einem Artikel, dass ich meine KI-Kollegen auch steuern kann. Rausgefunden, wie das funktioniert, habe ich jetzt noch nicht. Aber ich werde einfach mal den ersten Schuss abgeben und hoffe, dass die mich bestmöglich unterstützen hier. Hier kann man zum Beispiel Deckung suchen. Und dann werden wir mal gucken. So. Taktisches Vorgehen ist natürlich erwünscht. Ah, ein Glück habe ich meine KI-Kollegen dabei. Da werden noch ein paar Feinde kommen, glaube ich. So. Also vorhin war jeder Treffer tödlich. Hier im Arcade-Modus haben wir es vielleicht ein bisschen einfacher. So, wir können uns natürlich aussuchen, ob wir erstmal zu Alpha reingehen oder Bravo sichern. Hier weiß ich, dass einige Feinde hinter der Tür lauern. Wir durchsuchen erstmal die Leiche. So, was hat die denn dabei? Eine Pistole. Magazine. Ziehen wir mal alles hier rüber. Ein bisschen Stauraum haben wir ja. So. Ach, wir können auch die Leiche tragen. Guck mal. So Splinter Cell-mäßig. Dann können wir die irgendwo verstecken. So, mit F wieder runterlegen. Sehr gut. Okay. Ich wage es einfach mal. Geil wäre natürlich, wenn ich schon rausgefunden hätte, wie ich meine Kameraden hier postieren kann. Sie sind durchnummeriert, sehe ich, rechts. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich die einsetzen kann. Dann könnte man die zum Beispiel hier an den Türen postieren. Dahingehend werde ich vielleicht nochmal ein zweites Video machen. Auf jeden Fall werde ich einfach mal die Tür aufknallen hier. Und dann versuchen wir mal die Feinde auszuschalten. Okay, die rennen mir erstmal hinterher. Oh. Okay. Okay, vorhin waren drei hinter der Tür. Ist vielleicht ein bisschen dem Arcade-Modus geschuldet. Wir gucken mal, ob da irgendwas drin ist. Die irgendwas in den Taschen haben. Magazine. Ja, wir nehmen jetzt nicht alle mit. Ist natürlich ein sehr, sehr taktisches Spiel. Man sieht es hier schon am Ansatz wieder. Ich weiß nicht, warum man die Magazine hier nicht nimmt. Man kann auch doppelklicken. Geht vielleicht einfacher.
So. Kann man hier noch eine Kiste öffnen oder so? Leiche tragen wollen wir nicht. Okay, wir gehen direkt mal ins Haus rein. So, das schreit aber auf jeden Fall nach Teil 2. Weil, wie schon erwähnt, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass man die Kameraden auch steuern kann. Oder ihnen auf jeden Fall Befehle erteilen kann. Und das eröffnet natürlich neue taktische Möglichkeiten. Und ich denke mal, das könnte man in Video 2 verpacken. Wir werden nochmal das Haus stürmen hier zum Ende des Videos. Und ich denke mal, das sollte dann für einen Ersteindruck erstmal reichen. Man weiß ungefähr, worum es geht. Und gucken wir, ob wir hier, noch, hier irgendwie rein können. Nein, da nicht. Einen Hintereingang gibt es sicherlich auch. Wir werden einfach mal direkt durch die Vordertür. Und gucken mal dann. Verschlossen. Aufbrechen können wir die auch nicht. Also man hat ja einen Nahkampfangriff. Das ist mit der V-Taste. Und damit kann man dann Türen, wenn sie denn einigermaßen gangbar sind, kann man die direkt aufschlagen. So, und ich glaube, hier werden wir wahrscheinlich durch den Keller können. Kann man durchs Fenster schießen? Ja, tatsächlich. Ah, stimmt. Das hatte ich, glaube ich, auch gelesen in dem Artikel, dass man auch durch Wände und Fenster schießen kann. Okay. Das ist schon mal gut. Das ist auch sehr gut, dass man dann hier trotzdem immer noch eine gute Übersicht hat. Auch ziemlich cool und detailliert gemacht, wie ich finde. Keller. Okay, ich muss nachladen. Okay, also Arcade-Modus, halte ich jetzt mal fest, ist wirklich deutlich einfacher als der realistische Modus. Da kann man auch mal ein bisschen wilder rumballern. Eine Scorpion können wir hier aufheben. Nimm die mal einfach mal mit. Okay. Gucken, ob wir hier noch irgendwie was looten können oder so. Alpha sichern. Die Frage ist, wie sichern wir jetzt Alpha? Sind das vielleicht Dokumente, die wir mitnehmen müssen? Ah, warte mal. Hier ist ein Schrank, der glitzert ein bisschen. Ich glaube... Da haben wir sie aufgetreten, die Tür. So, und ich glaube, den Schrank müssen wir hier sichern. Ein Schließfach ist das. Zack. Behälterversteck. Beweise. Okay. Doppelklick. So, und ich glaube, Ziel Nummer 1 haben wir erfüllt, wenn ich mich nicht irre. Ziel Bravo gesichern haben wir gemacht. Infos finden und sichern haben wir gemacht. Gefahr neutralisieren. Das heißt wahrscheinlich, wir müssen alle Gegner, die wir hier finden, töten. Und Ziel Alpha sichern. Ziel Alpha? War das die Scheune? Okay. Ja, aber ich würde sagen, Freunde der Sonne, beim Rausgehen werde ich mich an dieser Stelle erstmal von euch verabschieden. Wir werden hier nochmal mal hochgehen. Und ja, hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Dass ihr einen einigermaßen coolen Ersteindruck habt von diesem tollen Spiel, wie ich finde. Ja, Thunder Tier 1 heißt das Ganze. Vom Entwickler Krafton Inc., wenn ich sie richtig ausgesprochen habe. Und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Circa 20 Euro auf Steam. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Daumen nach oben ist immer gut. Kommentiert das Ganze, wenn ihr irgendwie Sorgen, Nöte oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Ansonsten, falls ihr neu sein solltet auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und natürlich auch zusätzlich diese komische Glocke aktiviert, damit ihr dann auch ja, immer auf dem Laufenden seid, wenn der Sergeant Gustav wieder ein neues Video rausgehauen hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, check das aus. Sergeant Gustav ist raus. Und vielleicht werden wir uns dann die Tage mit Folge 2 der kleinen Thunder Tier 1 Reihe, ja, wiedersehen. In diesem Sinne, ciao, ciao, bis bald.